Heute gibt es Lachs im Blätterteig. Material vollzählig angetreten? Alles da, Chef. Gut, ich bin auch soweit. Fangen wir an. Ja, als erstes geben wir ein bisschen Sonnenblumenöl in eine Pfanne, lassen die Pfanne erhitzen und dann geben wir eine grob geschnittene Schalotte in das erhitzte Öl. Ja, auch hier, na, nicht hier kleinlich sein, alles schön mit dabei, denn wir wollen ja nichts quasi verschwenden. Ja, und dann kommt wieder meine Knoblauchpulver zum Einsatz. Wer auch frischen Knoblauch hat, kann den natürlich auch nehmen, einfach eine Knoblauchzehe dazu pressen. Ich habe mich jetzt hier erstmal für das Knoblauchpulver entschieden, ja. Hier ist noch ein bisschen eine Schalotte etwas grober, aber es macht nichts. Das machen wir alles erstmal so ein bisschen hier gleich, also schön durch die Pfanne schieben, damit auch nichts anbrennt. Ja, und gleich kommt er zum Einsatz hier, nämlich einer der Hauptakteure, der Seitenvultures. Der Spinat. Also hier haben wir so eine ganze Tüte mit jungen, frischem Spinat. Man kann dieses Gericht aber auch mit Tiefkühlspinat machen. Und es ist immer wieder erstaunlich, da der Spinat ja auch viel, viel Wasser enthält, dass so ein großer Berg frischer Spinat nach kurzer Zeit unter der Zugabe von entsprechend Hitze doch so stark in sich zusammenfällt, dass nur noch ein geringer Teil übrig bleibt. Zeige ich euch hier. Ja, das geht echt ratzfatz, ne? Hier so ein bisschen den Spinat dabei, Hitze. Ja, und dann fällt der in sich zusammen, so dass dann nachher unterm Strich noch so eine kleine Menge überbleibt. Moment, zeige ich euch. Und ja, und das bleibt über vom Spinat. Und dann nehmen wir den mal von der Hitze. Dann kann er was abkühlen. Ja, das Lachsfilet, das bekommt jetzt eine kleine Schönheitsbehandlung in Form Bestreichung. Nein, Quatsch. Bestreichung mit entsprechendem rotem Pesto. Das habe ich jetzt mal aus dem Regal genommen. Ich habe es nicht selbst gemacht. Wenn es mal ein Rezeptvideo geben soll, wie man ein rotes Pesto selber macht, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, dann mache ich euch das. Kein Problem. Ja, und jetzt kommt hier der Bacon zum Einsatz. Also auf die eingeschmierte Hälfte hier mit dem Lachsfilet lege ich jetzt die einzelnen Baconscheiben drauf. So, immer so nebeneinander, dass das Lachsfilet auch schön bedeckt ist. Jetzt habe ich natürlich hier am Rand ein bisschen Überstand. Das ist nicht schlimm. Dann nehmen wir unser Messer hier und schneiden das einfach passend ab. Ja, da noch ein bisschen hier. So. Und dann legen wir die anderen Baconscheiben so da drauf eben, ne? Damit wir auch alles schön in der Küche auch verarbeiten, dass wir hier keine Reste haben. So, das ist ein bisschen hier Fummelsarbeit für mich als Grobmotoriker. So, und jetzt hier noch ein bisschen. Jo, ach, das ist eine lange Scheibe. Die schneiden wir mal in der Mitte durch. Und dann kommt die jetzt auch auf die andere Scheibe hier oben. Ja, ein bisschen glatt streichen. So, das sieht doch gut aus. Und last but not least, hier die letzte Baconscheibe. Und schon haben wir unser Lachsfilet schön mit Bacon verpackt. Mal schnell ein Eigelb verquirlt, das darf auch nicht fehlen. So. Ja, und weiter geht's mit dem Blätterteig. Auf dem fertigen Blätterteig machen wir erstmal hier so einen kleinen Schnitt. Also der Blätterteig ist fertig gekauft. Nicht selber machen, ist viel zu viel Arbeit. Kriegt man hin, aber es ist echt Mörderarbeit. Habe ich zwar noch nie gemacht, habe mir sagen lassen, ist echt viel. Naja, egal. Also dann nehmen wir mal hier auf die eine Seite unseren Spinat. Der ist abgekühlt. Der musste deshalb abkühlen, weil natürlich der Blätterteig, je wärmer er wird, desto schwieriger wird er zu verarbeiten. Also wird er total elastisch und so. Also hier muss man ein bisschen die Hände gehen lassen, dass man hier auch schön da den Spinat, der vielleicht noch so ein bisschen lauwarm ist, dann auch schnell auf den Blätterteig drauflegt. Ja, und dann verteilt man den so schön, dass aber am Rand etwas Platz bleibt. So, guckst du hier. Ein bisschen alles verteilen, verschieben, dass es so einen gleichmäßigen Teppich gibt. Einen gleichmäßigen Spinatteppich. Ja, so kann man es nennen. Also hier ein bisschen den Rand freilassen. So, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Ich glaube, keine allzu großen Lücken gelassen. Nö, das passt soweit. Ja, und gleich könnt ihr euch ja schon denken, was dann kommt. Nämlich unser schön vorbereitetes Lachsfilet. Aber Moment, Telefon klingelt. Ja, komm, laber mich nicht zu.
Scheißegal, ja, es ist mir scheißegal, was du kochst, Hauptsache lecker. Ja, so, und dann legen wir unser Lachsfilet dann auf das Spinatbett und nehmen hier die andere Hälfte des Blätterteigs und legen das sozusagen oben als Deckel oben drauf. Ja, an den Rändern das so ein bisschen andrücken und was so übersteht noch mit dem Spinat, das könnt ihr wieder da reindrücken oder ihr zieht es halt raus und ja, steckt es euch einfach in den Mund hier. So, und dann quasi jetzt hier schön das alles andrücken. Jetzt kann man zwei Sachen machen. Einmal die Ränder hier gleich mit einer Gabel noch ein bisschen andrücken, wenn man das möchte. Ich kann das mal kurz hier, Moment, erstmal eine Gabel aus dem Ding zu holen. Da ist es schon so ein bisschen eindrücken, wenn man das dann möchte, kann man machen. Ja, dann sieht das auch ein bisschen netter aus am Rand. Oder man macht es dann nachher wie ich. Sagt gesagt, okay, ja, kann man machen, aber das hatte ich dann nachher doch nicht so den Antrieb dazu, das durchzuziehen. Alles schön hier mit der Gabel zu versehen. Hier nochmal ein bisschen da reinstopfen, so. Man kann auch die zweite Technik anwenden, das ist hier das Abschneiden der entsprechenden Enden. Das mache ich gleich, op, zack, hier weg damit. So, und dann nehme ich mir gleich mein Messer und schneide dann hier die Ränder ein bisschen zurecht. So, dann oben ein bisschen abschneiden und an den anderen Seiten, wenn da wieder was raussteht, ja, einfach ein bisschen schick machen hier. Reinstecken, rausziehen, je nachdem. Und rein damit. So, einen kleinen Zwischensnack. Mal den Spinat verkosten. So, und dann hier an der Seite das wieder abschneiden und da unten auch. Und hier den Verschnitt, den er jetzt damit erzeugt, den nehmen wir dann gleich für die Dekoration. Und zwar machen wir das dann gleich folgendermaßen. Erst nochmal hier die Seite ein bisschen abschneiden, ein bisschen kürzen. Ja. So. Ja, komm schon. Jetzt habt ihr hier ja, wie ihr seht, hier noch jede Menge Material übrig. Ja, und damit könnt ihr dann gleich schön das hier, das Paket verschönern. Legt das einfach dann, hier zeige ich euch, ein bisschen langziehen, ein bisschen verdrillen. Und dann legen wir das hier oben drauf als Deko. So haben wir alles schön entsprechend auch verbraucht, ja. Guckt da und hier ein bisschen basteln mit Schmittis Kittchen. So, fertig. Und jetzt kommt noch unser verquirltes Ei hier. So, einen Pinsel nehmen und dann bestreichen wir hier unser schönes Lachs im Blätterteig-Paket mit ein bisschen Eigelb. Das gibt nachher so eine schöne goldgelbe Farbe. Ja, das ist echt so ein bisschen Meditation. So, hier so, ja, und hier noch ein bisschen und da was. Ja, auch dann verrutscht mal hier so ein bisschen was von meinem schönen Origami hier, von meinem kleinen Dekorationsfäden. Ach, ist nicht schlimm. Machen wir alles wieder schön. Alles gut. So, ach ja. Die Welt ist schön. Widi. Ich mach die Welt so, wie sie mir gefällt. Ja. Pinsel, wo mich hin. Ja, dass man ja auch die Lücken so ein bisschen ausfüllt. Ja, und wenn das alles schön verteilt ist, das Eigelb, und alles schön bemalt und bestrichen ist hier mit meinem Eigelb, dann geht die ganze Geschichte für ungefähr bei 200 Grad Umluft, circa 30 bis 35 Minuten in den Ofen.
Ja, und so sieht das dann aus, wenn es aus dem Ofen kommt. Schön goldbraun geworden hier mein Paket. Ja, und dann wollen wir das Ganze doch mal anschneiden. Hier. So. Es knistert schon schön. Ah, der Blätterteig ist gut durchgebacken. Ja, und hier die Seitenansicht vom Lachs im Blätterteig auf Spinatbett mit Bacon. Ja, lasst es euch schmecken und ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ja, also bis dahin. Ciao, Kakao, ade Kamillentee. Ja, und immer schön lüften mit der Dunstabzugshaube. Ne?